Tag. Gut, okay. Dann können wir jetzt gerade abhängen. He? Ist gut, wir tun ja, das Telefon weg. Das Licht ist nicht so gut. Bei dir? Ja, ich muss auch. Haben wir jetzt das Telefon abgehängt? He? Okay, aber wir reden dann Hauchdeutsch. Wir reden Hauchdeutsch. Ja, Logo. <Okay. lacht> Christoph. Hey, hat mich sehr gefreut, dass das so möglich ist. Was, ihr habt Redaktionsschluss, oder was? Da sind noch andere Leute drin. Ja, ja. Wie ist der Sound? Tipptopp. Tipptopp. Also du hast, glaube ich höre im Hintergrund noch... Wir haben Verzögerung. Ja, und ich glaube, du hast noch ein Fenster offen. Warte mal. Aber ich höre dich eigentlich ganz gut. Ja, aber verzögert. Echt? Nein, die Leute werden lachen, wenn sie das hören. Ja, ja, das ist immer gut. Lachen ist... Nein, nein, nein. Das sind 10 Sekunden Verzögerung. Eins, zwei, drei. Was? Man hört und sieht euch tipptopp, Jungs, sagt die Sonja Keller. Ich glaube auch. Geh mal noch deine Browser durch. Es könnte sein, dass du irgendwo noch einen YouTube-Stream am Laufen hast. Aber wir machen hier ja keine Show, wir machen keine Publikation. Ich finde das. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Also gut, komm. Okay, also wenn es dich nicht stört, ich kann so gut arbeiten. Also dann ist das Problem einfach bei mir, dass ich die Hörer dann einfach nochmals höre. Du hast da eine Verdoppelung drin, oder was? Ja, offenbar. Aber meine wenige Erfahrung, die ich damit habe, aber das hat damit zu tun, dass irgendwo bei dir noch ein Stream läuft. Ich schaue nie Streams. Also weißt du, dass du irgendwo ein Fenster offen hast? Schließe wo, alle. Ja, schließe. Du kannst ja auch gerne nochmal rausgehen und dann schließt du alle Browser. Nein, das ist doch doof für die Leute, die sind jetzt da. Das ist doch, wir, so. Nein, die bleiben da. Wir machen das nicht für die Leute. Die Leute Gut. gehen mir am... Aber du bist eben Publizist, das ist der Unterschied, ja, gell? Ja, ja. Du denkst ans Empfangen. So ist es. Also ich muss das Buch noch, da ist das Buch, das ich da noch bewerben will. Ja, ja, eben, ich glaube auch, da ist sowas. Also. So, jetzt kannst du loslegen, ich bin bereit. Ja, Christoph, also wie lange haben wir Zeit? Wir haben, du hast eben, wie gesagt, ich glaube, du hast Redaktionsschluss oder sowas, gell? Du bist Zeit. Nein, ich sage dir jetzt nicht, dass ich alle Sitzungen abgesagt habe. wir haben sehr viel zu tun, aber eine Art unbeschränkt Zeit. Gut, super. Eine Art. So, eine Art. Also, ja. Was möchtest du wissen? Ja gut, ich habe natürlich so zwei, drei Sachen auf dem Ticker, aber ich bin auch gespannt, was wir da miteinander machen. Ich meine, um bei einem deiner wichtigen Themen anzugehen, das wollte schon immer mal jemand fragen, warum eigentlich die Schweizerische Nationalbank, die Produktion von Geld, warum hat man die in der jungen Demokratie 1831, 1848, warum hat man die nicht integriert, die Produktion von Geld und über das Parlament und so? Also, ja, weil früher das Geld war eigentlich von privaten Banken herausgegeben, wird es ja immer noch zum größten Teil. Und die Gründung der Nationalbank, die war, wann war der Beschluss? Ich glaube 1907, 1913 dann
Betriebsaufnahme. Vorher gab es die sogenannten Banknoten, das waren die Noten der Banken und nicht der Nationalbank. Und weil die privaten Banken eben eigentlich immer Konkurs gefährdet sind, nicht? Sie geben den Leuten Geld heraus, verlangen aber mehr zurück, also hat es eigentlich immer zu wenig Geld, nicht? Und das braucht einen sogenannten Lender of Last Resort, also jemand, der immer noch Kredit sprechen kann, wenn es den Banken nicht gut geht, und das ist die Nationalbank, nicht? Und die erste Zentralbank, also die Mutter aller Zentralbanken, das ist die englische Nationalbank, gegründet 1694, und vor allem dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich dann sehr viele Zentralbanken neu gebildet. Die wichtigste, das Federal Reserve System in den USA, ebenfalls 1913. Und aber noch einmal, also ja, ich verstehe es einfach nicht, weil jetzt, also wir sind in einer Phase vor 200 Jahren, das finde ich ja das Interessante an der aktuellen Phase mit Covid, dass wir noch einmal so alle Grundlagen diskutieren können, dass es so attraktiv ist, noch einmal die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Miteinanders zu diskutieren. Ich verstehe einfach nicht, wie vor 200 Jahren, also Demokratie eingeführt worden ist, die Beherrschen wollen sich selber beherrschen, soweit das Narrativ, aber sie wissen ja auch, dass Geld unglaublich wichtig ist, aber ausgerechnet das Geld integrieren sie nicht in ihre Staatsidee. Das bekomme ich nicht auf die Reihe. Also erstens hatte Geld früher eine weniger große Bedeutung als heute. Man konnte ohne Geld durchaus überleben. Ich meine, die meisten Leute waren Bauern. Die hatten Möglichkeiten der Selbstversorgung, also das Geld ganz generell war weniger wichtig, es war etwas, das die Händler brauchten vor allem, und dann war das Geld, das ganze Geldwesen war natürlich ein bisschen in Verruf, weil es vor allem die Juden betrieben haben, vielleicht war es umgekehrt, man hat das Geldwesen den Juden überlassen, weil man sie verachtete, und das, wie soll ich sagen, das schmutzige Geld hat man dann halt, ich sag mal, an eine kleine Gruppe von Leuten ausgelagert. Und die Bedeutung des Geldes wurde eigentlich erst mit zunehmendem Handel wurde die wichtig. Also ein ganz großer, die ganze Industrialisierung hat einerseits viel Geld gebraucht, dann mit der Eisenbahn, der Handel hat sich entwickelt, und da braucht es einfach Geld. Und zwar die Bedeutung des Geldes hat dadurch einfach zugenommen, nicht? Weniger Leute, die Selbstversorger waren, viele Bauern, die sind dann in die Fabriken gegangen und so weiter. Also die ganze Gesellschaft hat sich umgebaut in eine geldgetriebene Gesellschaft. Jetzt das ist das, was man dazu sagen kann. Und ich glaube, das Bewusstsein, dass das Geld eine demokratische Kontrolle brauchte, das ist eigentlich erst in den USA war es natürlich schon, ich meine, die Gründung der USA geht eigentlich auf ein Geldproblem zurück, nicht? In dem die englischen Kolonisten, die Leute, die Nordamerika kolonisiert haben, die mussten Steuern nach England abführen und hatten selber zu wenig Geld. Und dann haben sie ein Papiergeld erfunden, die Colonial Scrips hießen die. Und damit haben doch einige der 13 alten Kolonien doch es zu einer Blüte gebracht, nicht? Es ist erstaunlich, was die damit zustande gebracht haben. Die Engländer wollten das verbieten. Der Benjamin Franklin ist nach London gereist und hat vor dem Parlament eine flammende Rede gehalten, aber er ist nicht durchgekommen. Und deswegen ist dann der Konflikt mit den zwischen den Engländern und den Kolonisten ist dann hat sich verschärft bis zur berühmten Bostoner Tea Party und so weiter, der amerikanischen Revolution und dem Unabhängigkeitskrieg. Und der Hintergrund ist aber eigentlich ein monetärer, weil den,
den Leuten in den neuen Kolonien verboten wurde, eigenes Geld zu schöpfen. Also das Bewusstsein für die Bedeutung des Geldes für die Demokratie hätte eigentlich schon früher bestehen können, aber du hast deinen Text. Ja, nein, so habe ich dich ja einfach auch, oder so wurde ich auf dich aufmerksam gemacht von Werner Hülsmeier da in den norddeutschen Wäldern. Ja, die ganze Geldfrage, naja. Und die ganze Geldfrage wird natürlich jetzt ziemlich an Dramatik gewinnen. Man muss allerdings relativ genau hinschauen. Es ist ja so, dass im August 2019, also vor ein paar Monate vor Ausbruch der Pandemie in Anführungs- und Schlussstrichen, ist das Bankensystem, ist eigentlich an den Nullpunkt des Vertrauens gekommen, in dem das sogenannte Repo-Geschäft, nicht, wo die Banken sich über Nacht gegen Sicherheit Gelder leihen, ist zusammengebrochen und das amerikanische Federal Reserve System, also die Zentralbank, musste täglich mit einer Billion in diesen Markt intervenieren, damit das Vertrauen zwischen den Banken nicht zusammenbrach. Das heißt, die haben damals gespürt, dass das System, das ja nicht repariert wurde nach der Finanzkrise, es wurde einfach die Löcher wurden mit Luftgeld gestopft gewissermaßen. Mhm. Also die haben gemerkt oder gesehen, dass das System an einem Punkt angelangt war, wo es einfach nicht mehr weiterging, und die Pandemie ist ihnen sehr gerufen gekommen. Es wurden ja unglaubliche Gelder geschöpft seither, wenn man sich die Grafiken anschaut, das ist auf Deutsch gesagt mind-blowing, nicht? Das heißt, wir sind in einem total neuen Universum, und wir haben die Banken in den USA, habe ich heute Morgen gesehen, haben seit der Finanzkrise die Kredite nicht mehr Kredite verliehen, obwohl das ja die Begründung war, immer mehr Geld zu schöpfen. Und währenddem die Guthaben, die Banken verwalten, sind, haben sich ungefähr verdoppelt. Also das Verhältnis zwischen Guthaben und Krediten hat sich in einer absolut extremen und in historisch noch nie dagewesenen Weise verändert. Und das zeigt, wir stehen wirklich jetzt von einem Punkt, wo man das Ding eigentlich neu erfinden müsste oder wirklich grundlegende Reformen anstoßen müsste. Leider glaube ich auch, dass wir mit den unmittelbaren Dingen der Krise, nicht Maske, Tests, Impfpass und so weiter und so fort, dass wir zu sehr beschäftigt sind, dass wir das merken und dass wir uns auch vorsehen können. Und ich glaube, wenn wir nicht vorbereitet sind, dann werden wir Herbst vielleicht, niemand weiß, wie lange das noch geht, nicht? Aber es kann nicht mehr allzu lange gehen, werden wir in ein Problem rasseln, in dem wir uns wieder im Krisenmodus befinden. Das heißt, wir müssen ein Problem lösen, ohne zu wissen, wie es geht. Und beziehungsweise, wenn wir wissen, wie es geht, wo sind unsere Verbündeten, nicht? Man muss also dann gewissermaßen aus dem Nichts, man muss die politischen Kräfte aus dem Nichts herstellen, die da Gegensteuer geben können. Und das, glaube ich, das wird eine sehr harte Sache. Da müssen wir uns eigentlich vorbereiten. Also eben, ich gehöre ja auch zu diesen Menschen, die von Geld angeben, dass sie keine Ahnung haben. Geld hat dich dein Leben lang begleitet, sage ich jetzt mal. Oder so. Als Laie habe ich dann immer gedacht, warum denn nicht eine Initiative machen, oder wo eben dieses Geldproblem innerhalb der Institutionen bearbeitet wird, welche angedacht worden sind? Eben ein Parlament zum Beispiel. Und also das hat wohl damit zu tun, dass ich wirklich keine Ahnung habe von Geld. So. Ja, das du bist eine der wenigen, die. Also im Prinzip ist es eigentlich, es ist. Geld ist leicht zu verstehen. Es besteht im Wesentlichen aus Schulden, die nie bezahlt werden. Ja, ja. Nicht? Da habe ich dir ja,
da habe ich dir dazugehört und das finde ich ja auch alles sehr spannend. Aber eben dann kam die Vollgeldinitiative. Aber dieses grundsätzliche Problem, dass diese Wichtigkeit von Geld Teil von den Fragen ist, die in Parlamenten behandelt werden, das habe ich nicht. Also die Vollgeldinitiative sagt ja dann auch nur, wir brauchen diese Deckung, hinter dem Geld muss irgendetwas stehen, wir wollen dieses Fiat-Geld nicht, oder so habe ich es verstanden. Aber es ist ja eigentlich immer noch nicht die Verlagerung dieses ganzen Problems bei anderen Fragen, Gesundheit und weiß der Geier was, da integrieren wir es doch voll in den Parlamenten. Also gut, ja, müssen wir. Ja, voll integriert würde ich jetzt nicht sagen. Man nimmt gerade bei der Gesundheit nicht. Da geht es eigentlich nur um einen ganz kleinen Ausschnitt vom Gesundheitsgeschehen, wird von Gesetzen behandelt, nämlich der, womit sich Geld verdienen lässt. Und das ist typischerweise nicht das, was den Menschen gesund macht, nicht? Also beziehungsweise gesunder hält. Man könnte sich ein Gesundheitswesen vorstellen, wo die Gesundheit aktiv gefördert würde, nicht? Und mit ein paar Bonuspunkten bei der Krankenversicherung, wenn man jede Woche einen Waldlauf macht oder ein Abo in einem Fitnesscenter gelöst hat, ist das Problem natürlich nicht gelöst, nicht? Also bei der Krankheit, wir verdienen an der Krankheit, alle wollen mehr verdienen, deswegen haben wir immer mehr Krankheit, nicht? Jetzt haben wir im Prinzip sind wir jetzt eigentlich schon alle krank, nicht? Außer wir beweisen das Gegenteil, nicht mit einem Test oder was auch immer. Aber wir sind eigentlich bereits in einem Zustand, wo jeder Mann krank ist. Ja, und die Frauen auch. Das ist die Folge davon, dass eben in den Parlamenten nicht die Interessen der Menschen vertreten werden. Es ist brutal, das so zu sagen, sondern es sind eigentlich die Interessen des Geldes, die unter verschiedenen Titeln dann einfach, die halt vertreten werden, nicht? Viele Parlamentarier sind Lobbyisten für die Krankenkassen, die Pharma. Ich erinnere mich noch ganz typisch an da war eine Pressekonferenz, das war bei der Vollgeldinitiative, hat das Gegenkomitee hat sich vorgestellt, nicht? Da waren mit dabei die SP, die FDP, die Grünliberalen und die SVP, genau. Und der Präsident des Komitees, der war von der CVP. Und ich habe die Vertreter des Komitees gefragt, unter anderem, wie sie sich finanzieren. Mhm. Und ich hab von allen diesen Vertretern eigentlich Antworten bekommen, die gar keine Antworten sind, nicht? Der eine hat gesagt, fragen Sie das Sekretariat. Die Grünen haben gesagt, ja, wir sind sicher nicht, was haben irgendwas, weiß nicht mehr, was sie gesagt haben. Also alle haben müsst ihr jetzt nachlesen, nicht? Alle haben eine Antwort gegeben, die eigentlich gar keine ist. Dann hat der Präsident des Komitees, ich kenne den, der hat mir dann nach der Veranstaltung zwischen Tür und Angel, hat er mir gesagt, wir haben alle Geld von den Banken gekriegt. Mit anderen Worten, die Banken haben die Parteien gekauft, nicht? Und deswegen stand der Vollgeldinitiative so eine klare Phalanx entgegen. Das war für mich zu erwarten. Ich finde, die Vollgeldinitiative hätte mit mehr, wie soll ich sagen, offensiver betrieben werden müssen. Für mich war von Anfang an klar, dass ein so großer Schritt der Demokratisierung beim Geldwesen, der ist nicht in einem Schritt zu machen. Da werden sich die Banken, denen geht es ja gewissermaßen ans Lebendige, die werden das nicht zulassen, dass da so eine kleine Gruppe von Leuten ihnen das Geschäft vermiest. Die werden die Turbodampfwalze hervorholen und uns platt machen. Und also kann man von Anfang an im Grunde genommen die Wahrheit sagen, wie es ist, ohne Rücksicht darauf, dass man vielleicht, weil man die Wahrheit sagt, noch den einen oder anderen konservativen Geist dann nicht an die Urne bringt oder nicht zur Zustimmung bringt zu dieser Initiative. Aber wie gesagt, es ist jetzt ein paar Jahre her, aber jetzt sind dieselben Themen kommen wieder auf den Tisch. Jetzt müssten eigentlich die Leute hinter dem Ofen hervorkommen und die monetären Aspekte der Krise
untersuchen. Es werden gewaltige Probleme auf uns zukommen, nicht? Also wie gesagt, ich habe es ja gesagt, also die Geldschöpfung, die ganzen monetären Statistiken sind in einem Bereich, wie wir sie noch gar nie gehabt haben, nicht? Ja. Und also wenn du schieß los, weit Frage. Nein. Also du hast einfach sehr viel Geld und unglaubliche Kompetenzen rund ich um dieses Geld. Ich habe sehr viel Geld. Ja. Was wollte ich sagen? Um dieses Geldthema herum hast du sehr viel Kompetenzen, Wissen, sehr große Tiefe erreicht. Wenn du jetzt aber das aktuelle Buch, du verkaufst ja Bücher, wir müssen die Bücher, die Strategie der friedlichen Umwälzung, wenn du das jetzt zeigen müsst, wo bringst du die globalen Herausforderungen auf gewisse Punkte? Machst du die, wie beschreibst du die? Das ist eben im Moment schwierig. Ich muss schnell das Buch da hervornehmen. Das ist ja 2019 ist das herausgekommen, also vor der Pandemie. Und ich bin damals Die Strategie der friedlichen Umwälzung befasst sich eigentlich mit einem Vorgehen, wie wir eine Revolution des Geldbewusstseins auslösen können, auf der Basis davon, dass schon die ersten Schritte uns selber einen Bewusstseins- und auch einen Sicherheitsgewinn machen. Nicht Revolution, normalerweise, da weiß man nicht, worauf man sich einlässt. Es könnte auch schief herauskommen und man könnte unter der Guillotine landen. Aber bei dieser Strategie ging es eigentlich darum, wie kann man das Geld entmachten, weil das Geld ist die absolut zerstörerische Macht auf dem Planeten, die meisten Leute nicht erkennen. Und ich habe gutes Feedback bekommen. Die Revolution hat leider nicht so schnell stattgefunden, als dass sie die Pandemie hätte verhindern können. Und jetzt ist es ein bisschen, ich möchte nicht sagen obsolet, ich stehe immer noch dazu und ich kriege immer noch gutes Feedback, aber der Denkfehler, den ich da begangen habe, ist folgender. Nicht, wenn man weiß, wie das Geld funktioniert, dann sieht man ständige Umverteilung, ständiger Wachstumszwang, das wird an einem Punkt enden, an dem es nicht mehr weitergeht. Nicht, Umverteilung würde heißen, eine kleine Klasse oder am Schluss ein einzelner Mensch wird unermesslich reich, alle anderen sind bettelarm. Ja. Jetzt bist du weg bei mir. Mal weiter, obwohl ich da jetzt sehe, dass da irgendwie was nicht mehr geht. Ja, jetzt bist du wieder da. Gut, das war, ich habe zwar Glasfaser, und Kabelverbindung, kein WLAN. Naja, irgendwo auf diesem Weg der Umverteilung und des Wachstumszwangs bis zum geht nicht mehr, gibt es eine Revolte, nicht? Das ist logisch, dass die ganze Geschichte ist voll damit. Wie heißt der Autor? Scheidel, genau. Scheidel, wunderbares Buch, wunderbar, schreckliches Buch. Nach dem Krieg sind alle gleich. Eine Geschichte der Umverteilung, der zeigt, wie seit Beginn der historischen Aufzeichnungen, dass es immer wieder Verhältnisse gegeben hat, wo die Reichen zu reich, die Armen zu arm geworden sind. Da gab es entweder Krieg, Staatsversagen oder Revolution, nicht? Und was ich nicht auf dem Schirm hatte, ist die Tatsache, dass die Leute auf der globalen Teppichetage eben auch wissen, dass es zu revolutionären Verhältnissen kommt. Und wenn ich dort oben sitzen würde oder die Interessen vertreten würde, dann würde ich sagen, ja, wir müssen den Leuten an der Basis zuvorkommen und wir müssen die Revolution anzetteln, also Revolution, also Umwälzung der Werte, nicht der Rechte. Nicht? Wir müssen das vorher anzetteln, bevor sie selber das von unten machen. Und auf diese Idee hätte man kommen sollen, dass das eigentlich im Plan ist und habe ich verpasst.
Und wie wird, nein, ich verstehe es noch nicht. Wie wurde jetzt dieser Revolution zuvor gekommen? Ja, mit der Pandemie. Aha. Die Pandemie ist ja faktisch gesehen nicht. Also wir haben leichte Übersterblichkeit im letzten Jahr. Wir haben jetzt, wo eigentlich die Maßnahmen noch schärfer sind, mit Ausnahme der Schulschließungen nicht, haben wir Untersterblichkeit. Die meisten Leute sterben in den Altersheimen. Da müsste man eigentlich ganz genau hinschauen, was geht eigentlich in den Altersheimen ab? Warum sterben die Leute nicht zu Hause, wenn sie gleich, also Gleichaltrige, warum sterben die nicht zu Hause? Und so weiter. Also die Pandemie ist kein flächendeckendes Megaproblem. Nicht, wenn man die Sterblichkeit anschaut. Nein. 2020 war das gesündeste Jahr seit 11 Jahren für die Altersstufen 40 bis 70 Jahre. Nicht? Die waren noch nie so gesund. Auf alle Fälle ist die Pandemie ist auf der einen Seite kein sehr großes Problem. Es ist ein kleines Problem, aber nicht sehr groß. Aber es ist ein punktuelles Problem. Es betrifft die Hochaltrigen ganz konzentriert. Und das ist in fast allen Ländern ist das so. In den USA sind die Schwarzen noch mehr betroffen. Es gibt da gewisse Varianten. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, das Problem ist klein, aber es ist in einer ganz spezifischen Gruppe, bei den vulnerablen Hochaltrigen, ist das Problem größer. Aber es ist nicht ein Problem, das so groß ist, dass man die ganze Wirtschaft abschalten muss. Nicht? Ja, also, aber warte jetzt noch einmal. Also wenn es wirklich ums Geld geht, also ich meine, es ist ja eigentlich eine Hochblüte für das Fiat-Geld. Das ist doch eigentlich ganz gewaltig. Und das Ganze, also das ist ja das präzise Gegenteil von Vollgeld. Also es ist ja... Es wird Geld produziert und es gibt überhaupt null Probleme, oder? Also die gleichen Leute, die vorher Herzinfarkte bekommen haben, wenn sie über Griechenland und Spanien und Portugal weiter Geier was nachdenken mussten, das ist ja jetzt alles überhaupt kein Problem mehr. Wir können Geld drucken, offenbar ohne Probleme. Also dann hätte ich gesagt, ja, also wenn Pandemie... Dann ist es ja eigentlich der Erfüllung dieser Fiat-Geld-Fantasie, oder nicht? Ja, das weißt du, aber also gouverner, c'est prévoir. Nicht? Also, du musst vorausschauen. Und nicht, wenn du weißt, dass die Blase platzt. Wenn du weißt, dass die Blase platzt, dann musst du rechtzeitig aussteigen. Natürlich ist es immer noch ein gutes Geschäft. Die Blase ist noch nicht geplatzt. Aber sie wird platzen mit allergrößter Sicherheit. Und die Leute, die eben da an den Schalthebeln oder näher an den Schalthebeln sitzen und ein bisschen mehr Einfluss haben, die wissen das auch, nicht? Und die müssen sich natürlich, die müssen sich vorsehen. Und das globale Wirtschaftsschiff, diese Mega-Titanic, die kannst du nicht von einer Minute auf die andere umsteuern, nicht? Sondern das sind sehr langsame Prozesse. In der historischen Rückschau sieht es dann schnell aus, nicht? Aber das Römische Reich, das hat lange gebraucht, bis es wirklich zusammengebrochen ist. Und plötzlich stand dann der Theoderich da und hat dem Ganzen ein Ende bereitet, nicht? Das ging dann schnell am Schluss. Das Oströmische Reich auch, das ist da zusammengeschrumpft auf einen kleinen Rest rund um Konstantinopel, und dann braucht es einfach noch einen, wie hieß er, war das Süleyman? Ich weiß es nicht mehr. Braucht es einfach einen besonders rücksichtslosen, guten Kriegsherr, und der hat dann dem Spiel, das war dann die Endphase, nicht? Aber der Zusammenbruch, oder das ging länger. Also die Leute, die wissen, die Dinge verändern sich nicht von heute auf morgen, man muss die Sachen vorbereiten. Und die Blase wird platzen, das ist ganz klar. Ja, aber das sagen wir einfach schon ziemlich lange. Und sie platzt ja überhaupt nicht. Das ist ja das Fantastische. Ja. Also weißt du, schau Christoph, für mich ist das das Problem. Es ist nicht verboten, das zu glauben, nicht? Es ist nicht verboten, dumm zu sein. Ja, das Problem entsteht für mich an einer anderen Ecke. Also ich bin als Sozialarbeiter in Berlin sozialisiert worden von vielen Alt-68er-Revoluzern, und da war natürlich Kapitalismuskritik immer, also fixer Bestandteil
der Lehre, sage ich jetzt mal, oder der Art und Weise, wie wir auf gesellschaftliche Herausforderungen geschaut haben. Und ich dachte, also ich habe einfach meinen Augen nicht getraut, dass eben wenige Monate vorher hat man über Griechenland und also diese ganze Ermächtigungsstrategien, die da gemacht worden sind, mit diesen Staaten, die offenbar da ihr Geld nicht im Griff haben oder ich weiß auch nicht, faule Leute und also all diese, also es war so, und dann kann man plötzlich aber noch mehr Geld ausgeben, also dann ist Staatsverschuldung überhaupt kein Thema mehr. So, und dann denke ich immer, aha, es platzt jetzt an und sie können reinblasen und es wird eigentlich gigantisch, das Geld kann man sogar wegnehmen, wir zahlen jetzt alle sehr begeistert mit unseren Karten, das ist jetzt völlig normal geworden. Ich muss im nächsten Zeitpunkt einen Aufsatz publizieren über Hyperinflation. Es ist ja so, dass wir alle, nicht wenn wir in der Geschichte zurückdenken, die ein bisschen geschichtliches Bewusstsein haben, wissen, ja, dass 1923 in Deutschland die Hyperinflation die Geldvermögen total vernichtet hat. Und wir haben dann alle das Gefühl, ja, das ist etwas, das sich so in einer, wie soll ich sagen, historisch gesehen in einer Viertelstunde abwickelt oder in ein paar Monaten, nicht? Aber es bereitet sich über 2-3 Jahre vor, nicht? Weil wenn die Inflation mal angestoßen ist, nicht? Und Inflation heißt ja Aufblähung, nicht? Mhm. Inflare aufblasen, gewissermaßen, nicht? Das hat nicht damit zu tun, dass die Preise steigen, sondern dass die Geldmenge steigt, nicht? Und wenn wir jetzt die Geldmengen in diesem Umfang steigen lassen, dann wird das nicht ohne Konsequenzen bleiben. Man sieht das ja an den Preisen der Vermögensgüter, nicht? Die Leute können ja nicht, du kannst ja nicht unbeschränkt Konsumgüter kaufen. Irgendwann mal, ich meine, ich habe 2 Augen, ich würde mehr als 2 Fernseher würde ich ganz sicher nicht vertragen, obwohl ich ja nicht stereoskopisch oder weil ich nicht stereoskopisch sehe. Also ich schiele gewissermaßen. Naja, Spaß beiseite, man kann nur beschränkt Konsumgüter kaufen. Also kaufen sich die Leute, die jetzt so unermesslich reich worden sind, kaufen sich halt Anlagegüter und dort steigen die Preise unglaublich. Häuserpreise steigen unglaublich. Also ich bin ja mit dir einverstanden. Es ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt für eine Transition. Ja. Das Problem ist ja eigentlich nur, wohin? Wohin soll dieser nächste Schritt gehen? Das finde ich interessant. Und woran würden wir merken, dass wir in die richtige Richtung gehen, dass wir einen Teilschritt in unserer Revolution erreicht haben? Und da bin ich mir, ich bin letzthin, ich weiß gar nicht, wie ich den verpassen konnte, aber Agamben habe ich eigentlich völlig nur so im Augenwinkel gehabt. Und ich fand es dann ziemlich interessant in der NZZ, warte mal, den wollte ich einblenden, Share Screen. Habe ich dann diesen schönen Abschnitt gesehen, dass er sagt, dass eigentlich die Wissenschaft zur Religion unserer Zeit geworden sei. Ja. Und das finde ich eigentlich ziemlich interessant, dass im modernen Westen koexistieren bis zu einem gewissen Grade weiterhin 3 große Glaubenssysteme, Christentum, Kapitalismus und Wissenschaft. Gehst du da mit? Ja. Könnte man sagen. Also ich meine, das Geld hängt davon ab, dass man daran glaubt, nicht? Wenn die Leute nicht mehr ans Geld glauben, dann ist Feierabend, nicht? Wenn sie merken, dass man dafür eigentlich nicht das kriegt, was man, wofür man gearbeitet hat, nicht? Also man hat, ja, also wenn die Leute merken, dass man nicht mehr das kriegt für das Geld, was man reingesteckt hat, um es zu bekommen, dann ist das Feierabend. Bei der Wissenschaft, das Problem ist, dass sie doch einige Erfolge zu verzeichnen hat. Das hat der Kapitalismus auch natürlich. Ja, ja.
Was man nicht sieht, ist der Blick auf das Ganze sieht man nicht, nicht? Also der Kapitalismus hat natürlich sehr von der Ausbeutung der Welt, der natürlichen Ressourcen gelebt, nicht? Der Planet ist in einem hoch problematischen Zustand mit Arten, die aussterben und viele, viele andere Verschmutzung, Vergiftung, viele andere Probleme, nicht? Die so nicht hätten, die ohne Kapitalismus nicht in diesem Tempo mindestens entstanden wären. Und bei der Wissenschaft ist es auch so, dass wir uns in eine ganz bestimmte Richtung bewegt haben, nämlich in die sich dann auch kommerzialisieren lässt, und die. Also mir kommt immer wieder ein Zitat von Tesla in den Sinn, nicht? Dieser Elon Musk. kroatische, nicht, ich Aha. meine nicht das Auto, Ah, ich meine nicht das der Auto, Auto, ich ja. meine den Nikolai Tesla, Ja, dieser ja. geniale Physiker, der leider ein bisschen anerkennungsbedürftig war. Auf alle Fälle hat er gesagt, wenn die Menschheit, also ich zitiere frei, wenn der Mensch die geistige Natur erkennt, dann wird er in 10 Jahren so viele wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen wie in der ganzen bisherigen Zeit. Und das glaube ich auch. Also wenn man mit der Intensität an den, wie soll ich sagen, am Geist forschen würde, wie wir an der reinen Materie forschen würde, dann denke ich, sind unglaubliche Fortschritte möglich. Deswegen glaube ich, dass wir auch in dieser Zeit wirklich vor einer unglaublichen, wir haben eine unglaubliche Chance, nicht? Also wenn wir jetzt sehen, dass dieses System, das sich ja da noch mit letzter Kraft und der tödlichen Waffe einer Pandemie vor dem Untergang wehrt und probiert, in ein neues Kontrollsystem überzuführen. Wenn wir diese Hürde erfolgreich schaffen, dann werden wir die Weltprobleme in 10 Jahren gelöst haben. Und wir werden, das darf man heute nicht laut sagen, aber ich halte paradiesische Zustände für realistisch. Ich bin überzeugt, dass es möglich ist. Allein schon, wenn man nur das Geldsystem anschaut, ein Drittel von dem, was gearbeitet wird, geht weg als Profit, als Zinszahlung und so. Das geht einfach. Das ist Umverteilung von den produktiven Kräften zu den Vermögenden. Das braucht es nicht. Und wenn man sich vorstellt, dass unter diesem Profitdruck dann auch viel Unsinn gemacht wird, nicht? Also wir werfen unglaublich, die Hälfte der Lebensmittel werfen wir fort. Wir haben Armeen, wir sind viel zu oft krank, und so weiter und so fort. Ich quantifiziere den Unsinn noch einmal mit einem Drittel und ich bin überzeugt, dass wir rein, wenn wir nur die Geldmechanismen anschauen, dass wir mit einem Drittel des Aufwandes ungefähr denselben Lebensstandard erreichen, den wir jetzt haben. Ja, ungefähr denselben Ja, Lebensstandard. genau. Also gut, also noch einmal, also wenn wir jetzt sagen würden, wir stehen vor einer ökologischen Herausforderung, also wie gehen diese Menschen mit dieser Welt um, mit diesen Ressourcen? Wir haben eine ökonomische Herausforderung, dieses aus dem Ruder gelaufene Gelddings da. Und wir haben eine kommunikative Herausforderung, eine Netzkommunikation, welche einen unglaublichen, nicht nur einen Kritiküberschuss, sondern auch einen Kontrollüberschuss generiert, wie Luhmann dann sagen würde. Also wenn wir diese drei Krisen haben oder Herausforderungen haben, könnte es dann nicht sein, dass wir auf dem Weg, diese Herausforderung zu bearbeiten, recht gut vorankommen. Zum Beispiel, indem wir die Fluggesellschaften abschießen, dass das Reisen reduzieren, dass wir uns wieder bewusst werden über Gesundheit, also zum Beispiel dieser ganze Boom, eigene Brote zu backen, sogar ich backe jetzt plötzlich Brot und will jetzt ums Verrecken meinen ersten eigenen Garten haben und versuche mich in der Region zu arrangieren und abzusprechen. So, also machen wir nicht in ganz vielen Richtungen
ganz hervorragende Fortschritte. Also ja, wir machen Fortschritte, aber hervorragende Fortschritte machen wir nicht. Also wir müssen, ich glaube, es braucht wirklich einen, da hat Klaus Schwab recht. Wir brauchen einen. Oh nein. Noch, wir brauchen einen Riesen. Ja, aber wohin zurück? Wohin müssen, zurück? Nein, um Himmels Willen. Nein, also bitte nicht. Ich verwende ein anderes Wort, nicht? Also, und das ist auch ein bisschen, da muss man aufpassen, was man öffentlich sagt. Also ich bin der Festen. Aber das sind ganz unter uns, niemand ich hört bin, nein, 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 sind wir nicht, sind wir nicht. Und ich sitze jetzt langsam ab, ich stehe nämlich. Dann kann ich nicht umfallen, also ich... So, jetzt sitze ich und... So. Also noch, darf ich noch einmal reingehen? Würdest du sagen, wenn ich sagen würde, lass uns drei Herausforderungen von Weltgesellschaft beschreiben und wir benennen sie mit den Namen Ökologie, Ökonomie und Kommunikation. Ja, aber die größte Herausforderung sind die Schulden. Ja, das haben wir in der ökonomischen. Ja, ja, aber das, ja, da, kannst das du nicht, da kannst du nicht sagen, wir reisen jetzt ein bisschen weniger und wir nehmen ein paar Fluggesellschaften aus dem Verkehr und wir kaufen jetzt Elektroautos, nicht? Das Problem ist nicht gelöst damit, nicht? Also, nein, natürlich man nicht, muss sich vorstellen, aber, was Schulden bedeutet. Oh. Schulden bedeutet, dass man für die Vergangenheit arbeiten muss. Ja. Wir haben keine Zukunft vor uns, wenn wir Schulden haben. Nicht Schulden, das ist doch aber Quatsch. Christoph, wenn das Geld explodiert, dann bin ich sofort natürlich arm, bin ich ja jetzt schon, also es verändert sich nicht sehr viel, aber ich hocke immer noch in einer Wohnung und ich habe immer noch meinen Garten vor der Dings und der Salat wächst noch immer, oder? Ja, ja. Ist das so du falsch? Bist, du bist bald pensioniert, nicht? Was ist das? Ja, du hast, also du hast die Hoffnung, dass andere für dich dann den Lebensunterhalt bezahlen. Vielleicht gelingt es dir in diesen auf 1100 Metern einen Selbstversorgergarten zu pflegen. Das ist gut möglich. Dann wirst du keine Orangen mehr essen können. Also, Da wirst du mittelalterliche Ernährung haben, die ist vielleicht nicht mal so die war ungesund. Gar nicht so schlecht. Ja, die war gar nicht so schlecht. Ja. Also noch 1880. Ich habe nichts dagegen. Aber ich glaube nicht, dass sich die Subsistenz, dass das uns aus dem, dass uns das die Lösung bringt. Die Subsistenz hilft uns nur, den Mangel zu überwinden, wenn es da arg werden könnte auf der Welt. Und es könnte arg werden, das glaube ich. Ja gut, aber kannst du dir nicht vorstellen, dass wir hier in der oberen Surselva der Abt überzeugen wir, er soll einen Klosterbatzen rausgeben, dann machen wir eine Alternativwährung, dann hören wir auf, oder da haben wir ein paar schöne Felder, da können wir Weizen anpflanzen. Bis 1880 haben die hier in der Surselva 90% ihres Weizens selber hergestellt, bis dann die Eisenbahn kam und Weizen aus weiß der Teufel woher aus Weißrussland billiger hergekarrt haben, als sie es hier gemacht und so weiter. Also könntest du dir nicht vorstellen, dass wir mit einem Mix von Lokalwährung und Selbsternährung und ja, in diese Richtung wird es gehen müssen. Ja, warum müssen? Das ist ja wunderbar. Das ist doch sensationell. Und dann können doch diese Milliarden, die ja sowieso nur Fiat-Geld sind, können doch implodieren, wie sie wollen. Das ist mir doch völlig wurscht, oder nicht? Ja. Weißt du, das habe ich nie begriffen, warum diese Radikal-Liberalen unbedingt da die UBS und all den Quatsch 2008 retten wollten. Habe ich ihm gesagt, ja, aber wir haben doch jetzt immer gesagt, was nicht zu halten ist, soll pulverisiert werden, soll es doch gehen. Und plötzlich wurden sie die größten betoniert. Also ich finde das eigentlich ganz super. Lass uns doch diese Blase, wenn es ja nur Fiat-Geld ist, soll sie doch kippen. Also wo ist das Problem? Na, kein Problem. Eben. Für dich in diesen Dis. Aber in den großen Städten,
Wenn du nicht einmal Balkon hast, wie willst du dann Ja, aber anpflanzen? Solothurn, also ich bitte dich, Ja, Solothurn, Solothurn, eine also. riesige Stadt mit 16.000 Einwohnern. Eben, also, aber wir zwei hätten da keine großen Nein, Probleme. nein, nein, wir Und die hätten keine Erfindung der Probleme. Städte war, also ich meine, eben könnten wir auch korrelieren mit Industrialisierung. Und da Nein, würden wir nein, nein, die hat sagen, es im Mittelalter, die hat es auch schon im gegeben. Mittelalter gegeben, ja. Ah, oh, mein, jetzt dachte ich, ich hätte so eine schöne Lösung. Also du willst, also warum kommst du dazu? Also du sagst jetzt einfach, dass das Schuldenproblem sei das Größte. Ja. Aber der Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist doch auch ein dramatisches Problem, oder? Ja, aber ich glaube, wenn wir keine Schulden mehr hätten, nicht? Und das ist historisch gesehen, ist der Schuldenerlass ist das Mittel, ist der Königsschritt in die Zukunft, ist der Schuldenerlass. Aber wie Ja, das gesagt, habe ich. ich habe zu Beginn dieses Gesprächs habe ich gesagt, ich hätte das nicht erwähnen sollen. Das ist noch zu weit in der Zukunft. Das geht noch ein, ich weiß nicht, ein Ein paar halbes Monate Jahr. gibt es mindestens, ja, ein paar Monate gibt es schon noch. Also siehst du, als Sozialarbeiter bin ich natürlich immer so, also Ja, aber als dann Sozialarbeiter bist du so präsent, wie du jetzt auf dem Bildschirm präsent bist, nämlich nicht. Wie ich dich gefragt habe, was ist denn ein Sozialarbeiter, dann sagst du, ich arbeite am sozialen Organismus. Nein, 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 so rede ich nicht. Das ist ja ein biologistisches Bild. Ich bin ja Sozialarbeiter, ich bin ja kein Biologist. Vom Organismus würde ich nie reden, vom Volkskörper auch nicht. Hallo. Ja, Nein, aber ich wollte eigentlich, Christoph, ich wollte eigentlich mehr damit sagen, weißt du, wenn ich merke, dass es zu einer Mono Begründung kommt von deshalb habe ich, es geht mir so schlecht, weil ich dieses Problem habe und wenn dieses Problem weg wäre, dann wäre alles gut. Dann komme ich so, wäre ich so ein bisschen kribbelig und denke, ja, es ist ja immer eine Kombination von Problemen und die sich verstärken Naja, also es und geht hin ja und nicht her um, und naja, aber wir reden ja nicht über dein Problem und über mein Problem. Ich meine, du hast keine, ich habe nicht so viele. Ich möchte gerne, dass die Abstimmung am 13. Juni, dass die richtig ausfällt, nämlich mit einem Nein. Aber ich hab auch nicht so viele Probleme, nicht? Es geht ja nicht um das, was uns zweien jetzt als Individuen Sorge bereitet, sondern es geht ja darum, was die Menschheit oder die Menschheit aus dem Gleichgewicht bringt und wo die Leute, die vielleicht nicht so fit und beweglich sind wie du in deinem Alter, wie sich die aus der Gefangenschaft, in der sie sich befinden, wie sie sich da befreien können, nicht? Und welche Bedingungen einfach ein besseres soziales Leben ermöglichen, mehr Demokratie zum Beispiel. Nicht? Ich weiß nicht, Ja, ob du aber dem. glücklich wärst in einer Diktatur, in der man dich deinen Garten pflegen lässt und in der man dich in Ruhe lässt. Nicht? Ich träume Würde eben dich das glücklich von. machen? Nein. Nein, nein, aber ich würde nicht die Auswahl zwischen Diktatur. Also, ich lebe ja unter einer Diktatur, habe ich den Eindruck. Also, im Ja. Moment finde ich es. Also, es geht mir wirklich nicht. Also, ich habe schon Probleme, mein Lieber. Und da würde ich schon sagen, also, das ist nah an Diktatur, was ich hier erlebe. Und also, hallo. Nein, aber träume ich nicht von Anarchie? Träume ich nicht. Also, ist die Abwesenheit von Herrschaft. Nicht die viel, also ist das nicht der größere Traum? Und wenn ich wieder an die Ressourcen Naja, zurückkomme, eines an, an Anarchie, Stefan, heißt Schuldenfreiheit. ja, ich sage ja Mit nicht, dass ich, Schulden ja. kannst du die Anarchie vergessen. Ja, natürlich. Also, Christoph, verstehe mich richtig. Ich sage ja nicht, dass ich das Schuldenproblem oder das Geldproblem oder wie immer wir es nennen wollen, dass ich das nicht, also eben in meiner Dreieraufzählung mache ich das ja, die ökologische, die ökonomische, die kommunikative Herausforderung. Also ich sage, wo ich eigentlich nur sage, muss es Mono sein? Also können wir nicht spielen, sage ich jetzt mal, spielen zwischen drei Herausforderungen und schauen, ob daraus ein
eine Bewegung entsteht, die ein anderes Problem zum Verschwinden bringt. Also das habe ich ja vor antönen wollen zu sagen. Angenommen, ich bin in meiner Surselva gut mit vernetzt mit einem nachhaltigen Leben, wie wir das immer genannt haben. Könnte es dann nicht sein, dass ich recht gut vorbereitet wäre auf eine Implosion des Geldsystems? Genau. Eben, das meine ich. Also dann würde ich sagen, aha, wow, ich kann eigentlich auf die ökologische Herausforderung fokussieren, mein Reisen reduzieren, meinen Garten aufbauen, all diese Dinge und kann einen ganz aktiven Teil daran machen, dass die ihr Fiat-Geld implodiert bekommen. Ja. Das ist doch super. Ja. Wenn die dann das machen, was dir passt, also was der Allgemeinheit nützt. Ich habe hier oben 17, mehr weiß ich nicht. Aber das interessiert dich. Du bist Journalist, wir müssen darüber reden. Du Nein, es kommentiert niemand, stellt niemand eine Frage. Ich glaube, ich blende nicht alles ein. Ich blende, also Birgit ist da, wow. Ja, aber das ist interessant. Also mich interessiert das. Okay, also natürlich kannst du in der Surselva kannst du deinen Garten pflegen und warten, bis sich die Dinge von selbst ins richtige Lot. Nein, nicht von selbst. Setzen. Ich bin ja dran. Ja, nein, wenn du den Garten pflegst, bist du nur in deinem kleinen Universum dran, nicht? Nein, aber zwischendurch rede ich mit Christoph. Zwischendurch rede ich mit Christoph und sage, ja, mach weiter mit deinem Geld und diese ganze Impfgeschichte. Darüber müssten wir ja noch reden. Also ich bin ja ganz deprimiert gewesen heute Morgen. Also ich habe das Urteil da vom Menschenrechtsgerichtshof da. Hast du den gesehen? Epidemiologischer Zwischenruf aus Straßburg. Impfpflicht ist menschenkonform. Menschenrechtskonform, da bin ich ja ausgeflippt. Ne? Und das ist dann ein Typ, der ist da bei dir in der Nähe, Aarau, Demokratiezentrum. Du, also und in der NZZ. Also, Was sagt denn der? Nein, es ist zum Kotzen. Also da haben wir übrigens auch Kapitalismus drin. Nee, es ist ein solch wilden Durcheinander. Professor an der Universität Zürich und eben da in Aarau. An diesem Zentrum für Demokratie oder wie es wirkt, sowas. Ja, das ist so. Ja. Es ist absolut der Hammer. Nein, alles. Ich mache alles miteinander, alles parallel. Aber deshalb geht es mir doch darum, dass ich mir eine Ahnung davon entwickle, welche Herausforderungen stehen wir als Weltgesellschaft gegenüber, damit ich eine Ahnung dafür entwickle, in welche Richtung ist es ein bisschen besser. Es wird nicht besser, ich suche auch nicht die endgültige Lösung. Es wird halt immer ein bisschen komisch sein mit diesen Menschen. Und, weißt du, was ich meine? Aber ein bisschen besser. Also ich glaube, wir stehen schon an einem apokalyptischen Moment, nicht? Also wir erleben heute etwas, das haben wir noch nie erlebt. Noch nie. Die ganze Menschheit ist derart unter einem. Und dann friert er ein. Eieieiei. Das ist ja verrückt. Internet. Jetzt bist du wieder da. Gut, okay. Also nicht einmal im Zweiten Weltkrieg war die Dominanz einer einzigen Angst so groß wie jetzt, nicht? Und auch die ökonomischen Verhältnisse sind absolut einzigartig, nicht? Also über 50% des Weltbruttosozialprodukts wird von Konzernen hergestellt, nicht? Also man kann sagen, wir sind als Konsumenten, aber auch als Arbeitnehmer, sind wir von Körperschaften, von Organisationen abhängig, die sich nicht um lokale Gemeinschaft kümmern, nicht, denn das egal ist, nicht. Also
Wie gesagt, und wir leben in Verhältnissen, wo die Kontrolle so weit geht, wie sie auch noch nie war. Also wir sind, natürlich sind wir am Ende der Vergangenheit, sind wir immer an einem Punkt, an dem wir noch nie waren, nicht? Aber die Verhältnisse sind doch absolut einzigartig und also das wird nicht spurlos an uns vorübergehen. Das wird nicht eine Krise sein wie die Finanzkrise, die man mit ein bisschen Geld zudecken kann und dann geht's wieder weiter. Aber Christoph, du bist doch so, das gefällt mir ja so an dir, wenn man dir zuhören und zuschauen darf, wie du denkst. Du gehst ja auch so weit in die Geschichte zurück. Der ultimative Weltuntergang, das ist eines der beliebtesten Narrative, die wir uns erzählen. Oder nein, nicht? Apokalypse heißt nicht Weltuntergang. Apokalypse heißt Offenbarung. Es kommt Wahrheit hervor, nicht? Und ich glaube, es ist ein Moment der Wahrheit und ich bin ja kein Christen. Also, ich bin katholisch erzogen worden, aber aus der Kirche ausgetreten. Ich würde nicht sagen, dass ich Christ bin, in meinem Denken vielleicht nicht einmal christlich geprägt. Aber sicher geistig oder spirituell, nicht? Also da, ich glaube, das Entscheidende passiert eigentlich im Geist. Und die Lösungen müssen auch dort gefunden werden. Das ist meine persönliche Erfahrung und Überzeugung. Und ich glaube tatsächlich, dass wir an einem Moment angelangt sind, wo wir sehen, dass der Materialismus, den wir in den letzten Jahrhunderten gepflegt haben, dass der an eine Art Ende gekommen ist. Dass der Materialismus an ein Ende kommt und dass die Leute merken, dass es auf ihre geistigen Kräfte drauf ankommt. Man sieht das bereits jetzt, wenn die Leute, die Leute wollen ja in dieser Krise immer noch zuversichtlich bleiben, nicht? Und es sind die geistigen Kräfte, die ihre Zuversicht wecken und stärken. Und ich bin überzeugt, dass diese geistigen Kräfte, dass die zunehmen werden und dass sie auch einen Punkt erreichen, wo es dann einen 5%, 5-10% einer der Leute in einer Menge können das Gesamte steuern. Das sagt die Forschung, je nachdem, wie die Menge zusammengesetzt ist und wo sich die Individuen befinden. Also ich glaube, es braucht nicht viele, aber es braucht doch einige. Und ich bin überzeugt, dass wir auf dem Weg sind, dass die ich sag mal einfach ganz allgemein gesagt, die Geisteskräfte gewinnen, also zunehmen und dass wir zu einem Punkt führen, wo Erkenntnis für viele Menschen leichter zugänglich ist. Also da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Was mich ein bisschen bekümmert, ist einfach, dass der Weg dorthin vermutlich nicht ganz einfach ist, nicht? Und dass wir noch einiges, es wird nicht ganz leicht sein. Also ich verstehe das eigentlich nicht, warum du da so skeptisch bist. Ich finde, es läuft doch eigentlich ganz hervorragend. Ich meine, nein, Entschuldigung, aber noch einmal, also dieser Reset auf den Nationalstaat, der ist doch bis zur Lächerlichkeit, also da war ja Trump wirklich eine Offenbarung, also weil es ja so offensichtlich geworden ist und dann, um jetzt mit Daniele Ganser noch zu reden, war es doch einer der amerikanischen Präsidenten, welcher am wenigsten gekriegt hat, ne? Oder Kriege geführt hat. Also gut, aber diese Lächerlichkeit, diese Demokratien, dieses Getue der Parteien, dieses Aufbringen von durchgeknallten Fragen, die überhaupt nicht das Wesentliche unseres Lebens berühren. Also dieses, oder jetzt auch wieder Agamben, dieses zurückgeworfen werden auf nacktes Leben, auf mein eigenes Leben entdecken in einem rechtsfreien Raum. Also wenn es darum gegangen wäre, zu zeigen, an welchem Elend diese Demokratie, wie dieses Elend an die Wand gefahren worden ist. Also da sind wir doch wirklich im paradiesischen Zustand. Da gibt es ja keine Fragen mehr. Das ist ja zum Fotografieren. Das ist doch ganz, ganz wunderbar. Also ich dachte jetzt eigentlich, das muss dir gefallen, weil
Das ist doch sensationell. Also, du findest, die Zustände auf der Welt sollen mir gefallen. Ja, also Also, in wenn sie dir Bezug. gefallen, das In ist dir Be unbenommen. Wenn sie dir gefallen, Nein, das aber ist in dir Bezug. unbenommen. Nein, ich bin Da ja habe mit ich dir überhaupt einig, nichts dass es eine dagegen, aber. Transition braucht. Ja, Und eben, in aber. Bezug auf die Transition ist es doch eigentlich ideal. Ja, du brauchst ja einen Schmerzpegel, wo du merkst, so kann es nicht mehr weitergehen. Genau. Also und diesen und wenn du diesen also und wenn wir jetzt also wenn du jetzt sagen wolltest also und wenn du Verschwörungstheorien bauen wolltest, dann könntest du ja sogar sagen, ja, es braucht ja gerade solche Pervertierungen, um einen friedlichen Wandel, wie es der Christoph Pfluger propagiert, einzuführen. Hallo? Ja, ich bin auch kein Fan vom Oh. Nationalstaat. Ich bin auch kein Fan vom Eben? Nationalstaat, aber ich Können wir glaube, doch nicht sein. der Nationalstaat ist ja auf jeden Fall das bessere, wie soll ich sagen, das bessere Steuerungsgremium für kollektive Entscheidungen als der globale Raum, nicht? Ja, aber haben wir denn nicht immer gesagt, Glokalisierung, also global denken, lokal handeln, ist es nicht genau das? Können wir nicht genau das im Moment umsetzen, dass durch diese Internetkommunikation dieses Wissen darum, wie es anderen Menschen auf der anderen Seite geht, dass ich in ihren Livestreams sitzen kann, etc., etc. Also hat das nicht genau das bewirkt, dass ich mich solidarisch fühlen kann mit Menschen auf der anderen Seite? Ja, Das ist doch, aber man das ist kann doch das, sich, was ich. ja, aber von den Gefühlen haben wir, Gefühle sind noch nicht Veränderung, nicht? Und wenn man schaut, ich meine, in vielen Ländern etablieren sich regelrechte Diktaturen. Also ich bin da Ja, warum kurzfristig redest du raus. von den anderen Ländern? Also ich meine, was ist denn das, was wir erleben? Ja, Also eben, also das ein macht. Servicepublik geht in Kurzarbeit, fokussiert sich ganz auf Staatspropaganda, schließt alle Sport-Streaming-Kanäle, statt Menschen zur Sprache kommen lassen und die Themen zu diskutieren. Also was ist denn das anderes als Diktatur? Ja, Und genau. eben, also im Moment habe ich es ja wieder da eben mit Google Also dann verstehe ich und dich weiß. nicht ganz. Verstehe ich nicht ganz so gut. Ich bin auf alle Fälle, ich meine, okay, du kannst da in dies und dies im Garten, kannst du dich freuen auf die gute Zukunft und brauchst vielleicht nicht einmal etwas dazu beizutragen. Das ist Oh. möglich. Nein, Ja. nein, nein, nein. Oh. Ja, das ist interessant. Nein, nein, aber hab ich mich undeutlich ausgedrückt? Also, Das ist, das ist, das ist. das ist, dass die Geldblase implodieren soll, sind wir uns einig, oder? Die Ja, Entschuldung. wir wissen nicht, wie sie, ja, was genau geschieht, nicht? Also im Prinzip ist das Problem, das die globale Elite hat, ist, dass zu große Geldvermögen da sind, die einen Anspruch darstellen, der nicht gelöst werden kann. Also kann man mit Inflation, kann man diese Verpflichtungen gewissermaßen reduzieren bzw. vernichten. Das wird alle Menschen mit Geldvermögen wird das schädigen. Das ist die Mittelklasse vor allem, die ganz Reichen, die haben ja eigentlich nicht, ja, die haben eigentlich nicht Geldvermögen, sondern die haben Anteile an Firmen. Ja. Die besitzen Ländereien, also Bill Gates ist der größte Bauer der USA, nicht seit ein paar Wochen, hat ein paar Millionen Hektar Ackerland. Also der weiß schon, der hat sich das, der kennt ja woher stammt das Wort nicht? Wer das Erdöl kontrolliert, kontrolliert die Nation. Wer die Nahrung kontrolliert, kontrolliert die Menschen. Also es läuft einfach da so ein bisschen in diese Richtung. Und was wollte ich sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Sorry. Nein, ist doch gut. Also wir touren hier wild herum. Also ich hätte schon gesagt, in vielen Punkten, also eben vor allem in diesem Punkt der ökonomischen Krise, da gehe ich natürlich ganz mit dir.
Eben, die Frage wäre dann für mich so, du wolltest mir ja das noch sagen vor dem Abschluss, weil ich muss ja um 3 Uhr da in das andere Gespräch über Watzlawick und das Verstehen gehen. Aber du wolltest mir ja noch etwas über soziale Homöopathie sagen, Ja, da hast du ist mir es nicht mehr gesagt. viel Zeit. Da ist es nicht mehr viel Zeit und es ist eine so gute Idee. Also nein, die Idee ist gut. Also Ja. eigentlich müsste ich sie jetzt wirklich groß Ausgaben. einfach. Also ich habe sie ja da drin beschrieben, nicht, wie das funktioniert. Ganz grundsätzlich ist die soziale Homöopathie, da geht es darum, dass man einen gesellschaftlichen Missstand nicht mit Gegenmaßnahmen bekämpft, sondern indem man den krankmachenden Effekt in homöopathischen, in kleiner Dosis in die gesellschaftlichen Körper injiziert. Ja. Das ist so der grundlegende Dings. Und heute, glaube ich, ist die primäre Krankheit ist die Angst. Ich kann hier, wenn du das dann wieder größer machst, kann ich da schnell zeigen. Warte mal, ich kann Äh, es gleich. Ah, oh, warte ach, mal. ich wollte Oh. einfach das Bild zeigen, nicht ein Ja, so. Beispiel für soziale Ja. Homöopathie. Also die Diagnose sagt, man hat einen Glauben ans Geld, also macht man solche Aktionen, glaubet ans Geld, so dass die Leute dann plötzlich merken, ach, Scheibe, was glaube ich eigentlich? Und das ist so der ganz grundlegende Ansatz. Und nachdem die Gesellschaft jetzt wirklich sehr heftige Krankheitssymptome zeigt, denke ich, ist es jetzt wichtig, eine Medizin hervorzunehmen, die jedermann anwenden kann, die nicht schadet. Homöopathie schadet nicht. Und mit der wir mit kleinem Aufwand große Wirkung erzielen könnten. Das Problem ist einfach, ich bin seit 20 Jahren mit dieser Idee schwanger und ich merke, wenn man damit zu arbeiten beginnt, das kann man nicht nebenher machen, nicht? Ich kann nicht Bücher verlegen oder Zeitschriften schreiben und dann bin ich auch noch ein bisschen Manager, leider. Das ist nicht vereinbar mit einer Heilkunst in dieser Dimension, denn es ist ja eine Kunst, nicht? Und es geht um Heilung. Aber vermutlich muss ich jetzt dann. Und wie sieht das dann aus? Ach, keine Ahnung. Weiß es noch nicht. Also es hat ja auch etwas Also zum Beispiel, Hyperaffirmatives, weiß ja. nicht mit, ja, es ist also Banner aufstellen, der Bundesrat ist lieb. Nicht? Dann denkt ihr, ah, ist der Bundesrat lieb? Ja, vielleicht. Also, sie werden dann natürlich merken, dass er eben nicht. Sie werden dann sein wahres Wesen eher erkennen, nicht? Und so weiter. Also, da müsste man jetzt ein bisschen wirklich in sich gehen und ein bisschen ja, Dinge herausfinden, dann auch erproben, bevor man dann in die Breite geht damit. Aber es ist dringend nötig, dass wir soziale Medizin entwickeln, nicht? Das ist bitter nötig, weil jetzt auch die Regierungen uns eigentlich krank machen. Ja. Und wir brauchen Volksärzte im allerbesten Sinn und Ärztinnen im allerbesten Sinn des Wortes. Das ist ganz, ganz dringend nötig, weil die Kliniken sind voll mit Leuten, die Kinderpsychiater reißen sich die Haare aus, weil sie so viele Fälle haben, nicht? Ich weiß so viele Geschichten von Kindern, die maskenbefreit sind und die gemobbt werden, nicht, von ihren Lehrkräften. Also es ist gewissermaßen in den unteren Etagen, in den Gefühlsbereichen der Gesellschaft gibt es wirklich sehr heftige Probleme, nicht? Und wenn die nicht gelöst werden, dann kann es ungemütlich, also es ist einfach eine. Ja, wenn die Beauftragten, die Regierungen das nicht machen, dann müssen wir es selber machen, nicht? Das ist Ja, so die, genau. da können wir Ja, dann, genau. da können wir dann vielleicht nochmals ein Gespräch darüber führen. Ich finde die Idee einmal gut und ich möchte einfach alle, ja,
die paar wenigen, die jetzt da zuhören, vielleicht ermuntern, sich einmal Gedanken zu machen, wie man Heilwirkung entfalten kann, indem man den krankmachenden Effekt in kleiner Dosis da verbreitet. Ja, und das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was da Professor Dr. Lorenz Langer will. Ich hoffe, du besprichst da diesen Text noch in deinem Zeitpunkt. Komm, wir machen zum Abschluss noch eine kleine Durchdorison über deine Sachen. Also man kann dich ja abonnieren da bei Corona-Transition, oder? Ja, also das ist nicht mein, da arbeiten jetzt mittlerweile 6 oder 7 Leute, arbeiten da mit. Das ist ja eine sehr gute Sache. Wir haben täglich 5 bis 10 Artikel, kürzere und längere. Dann mache ich noch die Impfzentrale, das kannst du vielleicht noch schnell. Impfzentrale. Das ist noch lustig. Ja, da ist da rechts auf dem, links auf dem Bildschirm, da, Impfzentrale. Logo. Dann kommst du auf die Liste mit allen Beiträgen und was habe ich da? Ein Impfstoff gegen Verwirrt? Nein, das ist nicht das Archiv der anderen. Andreas Fettige, musst du runterscrollen schnell. Runterscrollen. Der Impfstoff, es ist zum Verrücktwerden. Das ist eine Konsultation von mir zum Beispiel. Die kann man sich dort alle anschauen. Und die sind noch recht beliebt. Super. Impfstoff für ewig. Das sind so Videos. Die sind zwischen 5 und 10 Minuten. Und die Organisation, die das macht, ist die Klinik für politische Medizin. Das ist so eine Hülle, die ich da kreiert habe. Und diese Klinik für politische Medizin, die hat die Impfzentrale und der Zweck der Impfzentrale ist die mentale Immunisierung, nicht? Das ist das, was wir jetzt im Moment brauchen. Das ist noch etwas. Und auf meinem eigenen, auf der eigenen Webseite, die du ein paar Mal aufgerufen hast, da mache ich Zeitpunkt, nicht mehr viel. Oder? Zeitpunkt ist ganz wichtig. Ja, das ist nicht so wahr. Das ist nicht Corona. Da sind wir nicht Corona-mäßig unterwegs. Und da geht es eigentlich um friedliche Umwälzung ganz generell. Das sind so die Dinge. Und empfehlenswert aus unserem kleinen Verlag sind, ich mache noch ein klein bisschen Werbung, ist die Lehre vom Kollaps. Wow. Die 5 Stufen des Zusammenbruchs und wie wir sie überleben. Dimitri Orlov ist jemand, der das Ende zu Ende denkt. Ein sehr kluger Denker, russisch-amerikanischer Autor, fantastisch. Die Lehre vom Kollaps. Und das andere ist, das ist etwas leichtere Kost, das ist unser Jahr unter Corona, da haben 32 Leute beschrieben, wie sie durch das letzte Jahr gekommen sind, was sie gelernt haben. Fast allen hat das Leben für fast alle hat das Leben neu angefangen. So, unser Jahr unter Corona, 15 Franken, edition.zeit.ca, dort gibt es das. So. Warte mal, jetzt musst du... Ja, ich verschwinde jetzt. Wir wollten 3/4 Stunden machen, nicht? Jetzt sind wir bald bei. Wir haben über eine Stunde. Ja, ich habe es ja gedacht. Im Vorgespräch habe ich gedacht, mit dir kann man lange. Und. Mit mir kann man lange. Christoph, ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Ich finde das toll, was du machst. Also eben vor allem auch da diese Initiativen, wo du immer wieder dran bist, wie du das auch innerhalb des Rechtsstaates am Bearbeiten suchst. Und du bist ja auch so eine vogelfreie Figur, gell? Man kann dich wirklich, ich habe das da beim Presserat wieder gesehen, ne? Also man kann ja mit dir umgehen, wie man will und es wird dann auch noch geschützt nichts aus, nicht? Also das ist der Vorteil, ich habe, wie ich da mit Corona begonnen habe, Anfangs März letzten Jahres, da habe ich natürlich ziemlich üble, da kriegt man Mails, das ist also... Oh. Ja, es ist wild. Und wir haben
10 oder 15% der Abonnenten verloren, aber wir haben welche dazu gewonnen. Also mir geht es nicht so wie vielen Verlagen, die einfach sagen, oh, darf man nicht sagen, sonst rennen uns die Kunden davon. Das ist bei mir längst geschehen. Und es macht mir auch nichts aus, wenn die NZZ schreiben darf, ich würde die Existenz des Virus leugnen, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Und der Presserat diesen Irrsinn sogar noch schützt, weil auf dem Cover der letzten Ausgabe stand Corona, das riesige Nichts. Es ist, ja, ich meine, es ist einfach nur lächerlich, aber es macht einfach nichts mehr aus. Und ich noch eine kleine Anekdote. Im letzten, das war glaube ich im April vorigen Jahres, also ungefähr vor einem Jahr, ruft mich ein Freund an, morgens um 7:45. Boah, hast du gesehen in der Zeitung? Was für ein Text über dich und so. Und in der Solothurner Zeitung. Und tatsächlich hat mir der Chefredaktor der Solothurner Zeitung hat mir 2 Tage zuvor eine Mail geschickt mit ein paar Fragen. Die habe ich ihm beantwortet und gefragt, ja, wofür er das brauche. Dann sagt er, war nur privates Interesse, hätte nichts mit seinem Job zu tun. 2 Tage später, also dieser halbseitige Artikel, Verschwörungstheoretiker und halb Irrer. Auf alle Fälle bin ich dann an den Kiosk gegangen und habe mir die Zeitung gekauft und dann aber gesagt, nein, das lese ich jetzt dann vielleicht abends. Ich muss mich jetzt da nicht zusätzlich aufregen. Abends bin ich nach Hause gekommen, gesagt, nein, ich verderbe mir den Abend nicht mit dieser Lektüre und habe die Zeitung bei mir in der Garderobe, ich wohne in einem älteren Haus, Treppenaufgang da in der Garderobe, wo ich die Gartenschuhe aufbewahrt habe, habe ich das dort an den Boden gelegt und die Schuhe drauf getan und dort liegt die Zeitung immer noch, nach einem Jahr und ich freue mich jedes Mal, wenn ich daran denke, es kommt noch einmal im Monat rein, dann denke ich, ah, die Zeitung muss dann irgendwann mal weg, ich habe den Text immer noch nicht gelesen und ich finde das ja. Und das Verrückte ist, dass dieser Chefredaktor, der kann also die Leute, von denen er was wissen will, kann er einfach anlügen, wie er will und bleibt auf seinem Posten. Unglaublich. CH Media. Der Mann ist dafür zuständig, solche Trottel anzustellen. Es ist, naja. Christoph Schluger. Ja. Prima. Du musst über Watzlawick sprechen, das ist sicher interessant. Nein. Das sind zwei Leute, die ich überhaupt nicht kenne. Eben das läuft bei mir so, die melden sich dann und dann sagen sie, ja, wir haben gesehen, du machst viel zu Watzlawick und das mit dem Verstehen, vielleicht hast du das noch nicht verstanden, wie Paul Watzlawick das Verstehen versteht und das erklären sie mir jetzt. Ja, gut. Das, okay. Gibt es was Besseres? Ja, das ist gut. Okay, Christoph Pfluger, also. Von Herzen weiterhin gute Energie und heiligen Zorn und Hallihallo. Ist das Ding jetzt irgendwie, kann man das abrufen? Ja, natürlich. Also ich habe dir 2 Links reingelegt, der YouTube-Link, der bleibt. Ah, okay, und gut. Und der StreamYard-Link, wo du reingekommen bist, der ist natürlich nicht mehr. Nicht mehr gültig. Herzlichen Dank. Okay. Prima. Ich habe ja nichts gesagt, dass man nichts sagen darf. Also, vielen Dank. Tschüss, Stefan. Ciao, auch die paar wenigen Zuschauer, die vielleicht noch da sind. Gute Zeit. Schau da noch. Danke. Ciao, Christoph.